Was ist denn, wenn du jetzt, wenn ihr lernt so eine kennen, alles ist gut hin und her? Ich glaube, das ist so die. Die geht immer auf TikTok live. Bruder, nein. In dieser Sache bin ich ein Bauer. Ich will nicht, dass meine Frau sich in der Öffentlichkeit zeigt. Was wäre zum Beispiel, was du früher erlaubt hättest und heute sagst, gar keine Chance? Dass meine Frau mit ihrer Freundin reisen gehen würde. Lange Nächte, dafür wenig Schlaf. Viel Verbrechen hier in meiner Stadt. Mein Staubbeste, wirf dich aus der Bahn. Willst du testen? Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ich darf Sie an meiner Seite begrüßen, einmal den Ali und einmal den Ferhat. Hallo Jungs, wie geht es Ihnen? Salam. Alaikum, alles gut und bei euch? Ja. Meinst du das jetzt wirklich ernst, Alter? Ja, was denn? Mit diese. Ja, du siehst so aus, als ob du von der Sonnenbank gekommen wärst, ein bisschen. So ein Rotstich. Ja. Nee, also ich gehe nicht in die Sonnenbank. Auf Sonnenbank? Das ist krebserregend. Ja. Wann war es das letzte Mal? Boah, das letzte Mal, wann war das letzte Mal feiern? Boah, Jahre her auf jeden Fall. Ja, yeah. Ich habe immer den Fehler gemacht, ich habe diese Brille drauf getan. Ne? Ich war noch nie mit dieser Brille, also mir ist das auch schon Ewigkeiten her, dass ich auf Sonnenbank gewesen bin. Ja, bei uns gibt es halt so eine Sonnenbank und die haben sowas halt angeboten, ne? Also frisch desinfizierte Dinger natürlich. Mhm. Und wir haben ja alle so ein bisschen Augenringe, ne? Aber bei manchen sind die ein bisschen stärker und die Frau sagt so zu mir, tu die Dinge drauf, dann wird das hier nicht so dunkel in der Sonne. Bruder, ich hab die drauf getan. Ich komme raus, ich guck alles so dunkel, ne? Außer hier so weiß. Wie so ein Opossum? Bruder, das sah so schrecklich aus, ne? Dann, bis sich das alles wieder so beglichen hat, ne? Boah, Katastrophe. Ich kam mir vor, wie diese eine, kennst du bei Adams Family diese Frau? Welche, die alte oder die, nee, nee, die Ehefrau? Von die Ehefrau, ja. Genau. Die hat ja auch immer, hast du mal gemerkt, die hat immer so ein, das ist so ein Effekt irgendwie. Dass man so, ein extra, Augen, so ein extra Licht strahlt genau. Immer auf ihre Augen, muss man drauf achten. Ja. Oder genau so sah ich aus. Das ist auf jeden Fall nicht gut, Alter. Geil. Aber nee. Leute, geht auf jeden Fall nicht Solarium. Wenn, dann holt euch diese Karottencreme, was Adi einmal hatte. Aus Libanon, ja. Ja. Und geht euch dann einmal Sonne, so normale, natürliche Sonne. Ja, und wenn Winter ist, dann steht da halt so eine halt natürliche so, Hautfarbe. Ja. Oder nicht? Ja. Ja. Sonst was geht? Adi, was ist los, Bruder? Gar nichts, alles gut. Ja? Ja. Siehst du gestresst aus? Ja, weil wir uns verfahren haben und wir waren irgendwo in Venlo und dann durch Wald und hier und da und heute schon sehr früh auf den Beinen. Der sagt, hey Bruder, ist jetzt da gleich die Ausfahrt Alpen? Ich guck so Google Maps, ich guck, Alter, wir sind in Strahlen, Alter. Wie hat der das hinbekommen? Von der Maus aus? Bruder, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall falsch gefahren. Geil. Ja, Mann. Ja, aber Hauptsache, wir sind jetzt hier. Mhm. Ja, zum Glück genug Tank im Auto gehabt. Bei Ali im Auto? Ja, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Nee, du hast ja getankt letzte Woche. Ach, das ist schon lange verfahren, bestimmt. Schon 10-mal schon verfahren. Nee, so halt, auf jeden Fall. Man nennt ihn noch Volltank-Ali, oder? Ja, auf jeden Fall. Nee, wir hatten auf jeden Fall genügend Sprit im Auto gehabt und ja, wir haben irgendwie eine Ausfahrt verpasst oder so. Keine Ahnung. Aber gar nicht auf den Weg irgendwie konzentriert, so. Ja. Die ganze Zeit gelabert. Ja, ja. Ja. Ja, geil. Passiert. Ja. Bist du gut hingekommen? Ja, ich bin gut hingekommen. Ich habe eine Stunde wie so ein mit den Flüchtlingen zusammen hier auf der Heizung gesessen draußen. Ja? Ja. Wie so ein Huhn auf der Stange. Und warum bist du nicht hier reingekommen? Ist noch kälter. Wie soll ich denn hier reinkommen? Ist alles abgeschlossen. Ich bin doch Nomad. Was bist du? Nomad. Hangaround. Prospect. Ach so. Ja, wo du jetzt was gesagt hättest. Ich hab doch gesagt, ich bin hier. Was soll ich noch sagen? Ja, sag du, dass du rein willst. Hätten wir den Code eben durchgegeben. Bruder, ist ja egal. Ist ja nicht schlimm. Ja, also das nächste Mal, wenn du reinkommst, der Code ist 8 7 8 9 4 8 12. Ja, genau. Alles gut. Ja, ist alles gut. Erzähl mal, was geht sonst so? Ja, einiges. Schieß los, fang an. Ja, heute Anruf gekriegt. Aus Frankreich. Die schleppt mir jetzt das Auto doch ab. Ach so. Ja. Ach so, du, mit dem Auto. Genau. Und? Ja, war halt eine Franzosin dran, die hat auch so voll gebrochen Deutsch geredet.
zum Glück noch alles verstanden und so. Musst du was zahlen? Nein, nein. Wann kommt das Auto? Die holen uns wahrscheinlich am Montag ab. Und dann sagt er, das wird so ungefähr bis zu 5 Wochen dauern. Und die bringen dir das nicht zu deinem Standort, sondern bis zur Werkstatt. Bis ne? zu einer beliebten Werkstatt ja, und ja. so. Und ja, die meinten auch, das Auto ist nicht reparabel, also nicht sofort. Mhm. Motor muss ausgetauscht werden, weil ein Zylinder irgendwie kaputt ist. Okay. Adrian kennt sich da aus. Große Baustelle. Ja, aber im Endeffekt so geil, dass du ADAC-Mitglied bist, ne? Also willst du das nochmal zurücknehmen, was du letzte Woche gesagt hast? Nein, Bruder, das ist wirklich so voll die Komplikation, Alter. Ja, weißt aber, du? Aber immerhin, Bruder, ne? Ja. Ja, stell dir vor, du hättest kein ADAC. Ja, dann müsste ich halt tief in die Tasche greifen, ne? Das meine ich ja damit, weißt du? Aber ganz ehrlich, wäre das mein Auto, ne? Ohne Witz. Du hast gesagt, ich hatte drauf geschissen. Ich hatte einfach eBay Kleinanzeigen in Frankreich. Gibt's sowas? Stimmt. Einfach Auto als defekt irgendwie verkauft oder so für Export Afrika oder so. Ja, ja, ja. Für einen Taui. Ja, nicht für einen Taui, Bruder. Mehr? Nee, kriegst du mehr. Achso, okay. Stark. So Minimum 3. Ja, so schön. 4. Ja. Ja, ist so cool, ja. Ja, guck mal, weil wenn du den jetzt abschleppen lässt, guck mal, das sind knapp 800, 900 Kilometer oder so. Mhm. Ne? Sorry. Das sind knapp 800, 900 Kilometer hin und zurück, über 1000. Ja, da, was willst du da an Abschleppdienst zahlen? Mhm. Ich glaube, kostet. Das zahlst du schon dumm und dämlich, Bruder. Du weißt doch alleine, wenn die dich hier abschleppen, was das kostet. Ich weiß gar nicht, wie hoch zurzeit die Preise sind. Ich glaube, 1 Euro pro Kilometer oder so. Ach, weiß ich, Bruder. Das kann ich mir gar nicht ausrechnen, Alter, von Frankreich bis hier. Wie gesagt, mein Vater will halt den Wagen jetzt selber reparieren und so. Die Hauptsache war, der ist in Deutschland so. Mhm. Und dann ist alles gut. Ja, so ist das halt mit Autos, ne? Muss immer auf Zack sein. Das ist immer Glückssache. Ja. Kann dir auch mit einem neuen Wagen passieren. 100%. Ne? 100%. Guck mal, ich hatte damals einen Audi gehabt. Hatte ich auch so einen Motorschaden gehabt. Und kennst das ja, weißt du, wenn irgendwas ist an dem Wagen, du googelst direkt. Mhm. Dann habe ich gegoogelt und da hatte einer genau dasselbe Problem, genau wie ich gehabt, nur mit einem Q7 und der hätte neu gekauft. Der sagt, nach 40.000 Kilometern ist das bei denen aufgetreten. Mhm. Bei dem war halt noch das Gute, der hatte Gewährleistung, bla bla. Da waren Kosten von über 8.000 bis 9.000 Euro so. Okay. Ne? Jetzt bei meinen hat sich das jetzt nicht so gelohnt. Die haben mir nicht mal Garantie gegeben, dass es dann überhaupt noch fahrbereit ist oder so. Ne? Verstehe ich. Auch abgegeben, so schweren Herzens. Rest in peace an der Stelle an mein Audi. Ja, so auf jeden Fall. Wa? Ja, geil. Ja, man, jetzt habe ich wenigstens einen Last von mir weg. Weil immer muss ich mich um die ganzen Sachen kümmern, weißt du? Wie meinst du das? Ja, so halt. Für meine Eltern, aber ich mache das natürlich auch gerne. Achso, das meinst du? Weißt du? Früher immer Dolmetscher gespielt. War das auch bei dir auch als kleiner Junge? Musstest du Briefe übersetzen, alles Mögliche? Bruder, mein Vater, ich schiss dir. Ich muss, glaube ich, schon ab der Grundschule oder so ging das los, dass sie mir Briefe gezeigt haben. Und seitdem ich lesen konnte. Ja, meine ich doch. Ne? War da bei mir genauso. So, ich war in der zweiten, dritten Klasse. Mein Vater kommt mit so Briefen von Anwalt. Sagt, was steht hier? Aber schon direkt auf dieses so, was steht hier? Sag, oder? Ich lese so. Ich sag, okay, den Namen, das kann ich noch lesen. Und bei Betreff war es schon vorbei. Ich versuche ihn so zu erklären. Ich sag, ja, so, der sagt, du hast mir jetzt gar nichts gesagt. Was steht da drin? Ich sag, keine Ahnung, Alter. Ich kenne diese ganzen Begriffe nicht. Für was gehst du in Schule? Ich melde dich morgen ab, warte ab. Boah, Bruder, auf jeden Fall Film. Ja, ja, geil. Und diese ganze Show geht halt bis heute noch weiter, aber das sind was, meine Eltern. Einen Brief übersetzen? Ja, ja, safe. Ja. Egal was. Sogar wenn Telefonrechnung kommt. Warum ist da 2 Euro mehr? Ich sag, keine Ahnung. Habt ihr irgendwo Ausland angerufen oder so? Nein, haben wir Nein, nicht. Nein, haben wir nicht. Ja, und dann unterm Strich dann kommt raus, dass sie dann Albanien raus, angerufen haben. Ja, aus Versehen so. Ja, weißt du? Ja, ganz kurz. Ja, aber so ist das halt. Ne? Hast du auch diese Probleme gehabt, Andi? Nee, meine Schwester hat es immer alles geregelt. Ja. Dann hast du ja gut gehabt. Ja. Ja, ist ein bisschen tricky, Alter. Vor allem, wenn man so jung ist, sich nicht so gut auskennt. Mhm. Ich scheiße mal drauf, auf diese ganzen Briefe lesen und so. Aber wenn du da manchmal bei Behörden anrufen musst und die hören so eine Kinderstimme, die sagen, Alter... Gib mal deine Eltern. Gib mal deine Eltern. Sag, und dann, ja. Und dann deinem Vater sagen die, nee, gib mal deinen Sohn wieder zurück. Das aber auch so, wenn ich zum Beispiel jetzt... Corona-Zeit zum Beispiel, wenn du jetzt beim Arzt warst... Du musst nicht mit einer Person, musst immer allein dahin gehen. Mhm.
Dann, wenn ich zum Beispiel mit meiner Mom oder so war, dann habe ich gesagt, ja, was wollen Sie hier? Ich sage, ja, das ist eine Mutter. Ja, Sie müssen draußen warten, Sie können nicht jetzt heute. Ich sage, ja, ich muss übersetzen. Übersetzen, ne? Ja. Ich kenne Ihre Mutter kein Deutsch. Ja, die kann Deutsch, aber jetzt nicht diese ärztlichen Fachbegriffe und so, ne? Okay, kommen Sie aber rein. Ja, so willst du machen. Ja, ich weiß. Da haben die eh alle am Rad gedreht. Deswegen, ich denke mal, unsere Kinder werden nicht diese Probleme haben. Wollen wir mal hoffen, ne? Wer weiß, wer du weißt doch nicht, ob du vielleicht 10, 15 Jahren woanders lebst und vielleicht die Sprache selber kaum sprichst. Boah, stell dir mal vor, ja, das wäre hart, Mann. Kann gut passieren. Also ich guck mal, irgendwo kann ich meinen Vater auch verstehen, ne? Ich glaube, ich würde auch durchdrehen. Ich bin so ein Zettel, angenommen, ich wohne in Thailand oder so, weißt du? Tingau. Lies richtig, was steht da? Genau. Boah, das könnte ich nicht, Alter, aber... das war hart, Alter. Aber auch so allgemein, so Sachen regeln, das jemand anderen zu überlassen, so, boah, das ist gar nicht mein Baustelle. Ich weiß, was du meinst. Lieber rufst du selber an, der sagt dir, bababam, so und so, dann kannst du direkt selber entscheiden, was du jetzt machen willst. Ich weiß, was du meinst. Dann kannst du nochmal am Telefon sagen, darauf reagieren, so, ey, wie sieht's damit aus oder damit? Ich weiß, was du meinst. Was ist da nur eine Option? Das Geilste war auch immer, so, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, mein Vater war halt früher Musiker. Wir haben halt immer so... Was heißt Musiker? Der ist auf Hochzeiten gegangen. Okay. So. Was hat er da gemacht? Keyboard gespielt. Aber diese albanischen Bands quasi? Ja, yeah, genau. Also diese Hochzeitsbands? Ja, yeah, genau, richtig. Hat er auch gesungen oder nur gespielt? Nein, der hat nur Keyboard gespielt. Der war früher Gitarrist. Meinst du, wenn es eine Autotune gegeben hätte, hätte er da gesungen? Nee, mein Vater ist nicht so der Typ dafür. Mag der nicht? Nee, nee. Okay. Der mag das nicht. Der hat früher auf jeden Fall Gitarre gespielt. Cool. Also bestimmte Gitarre oder... Ja. Ist das, wenn man eine spielen kann man alle spielen, oder? Ja. Ja? Ja, ja. Okay. Dann egal, ob Akustik oder elektronische Gitarre, ist dann genau dasselbe. Okay, cool. Ja, dann irgendwann Keyboard gespielt, also ich meine wirklich so in jungen Jahren so, ne? Mhm. Ich glaube so 16, 15, 16 so. Und bei dem war immer so, der hat halt immer die neuesten Keyboards und so geholt, weißt du? Okay. Manchmal auch sogar gebraucht und dann immer da angerufen, ne? Ich ruf da an. Sag, ruf da an. Wie gesagt, so ich war so 10, 12. Bei Yamaha und so. Kork, Bruder. Schöne Grüße an Kork. Ich benutze mal ein Keyboard auf jeden Fall. Vielleicht spenden die dir eins. Auf jeden Fall immer da angerufen. Sag, ja, so. Sag, frag mal, ob mit den Dingen jetzt alles in Ordnung ist. Ist mit denen alles in Ordnung? Ja, aber dies, das und das. Sag mal wegen Preis. Ist an dem Preis noch was möglich? Und dann der Typ erzählt mir aber etwas. Aber du schämst dich, ne? Wenn du über den Preis reden musst. Das ist das, ja. Und er sagt, guck mal, das ist so und so, Keyboard ist neuwertig, bla bla, vor 2-3 Monaten gekauft, ich kann das und das machen. Vater so, nein, sag dir so und so. Ich steck mir so in den Kopf, der sagt, der ist neu, weißt du, was willst du noch am Preis machen? Ja, aber so voll die Unverschämten, so Preisverstellung, ne? Und dann der Typ sagt zu mir, haben Sie noch alle? Also, weißt du, mein Vater sagt, nein, sag den so. Verstehst du das schon? Oder das? Deswegen, Alter. Und als kleines Kind schämt man sich ja auch voll so, ne? Das, oder jetzt auch noch. Man kann, ja, also wie meinst du das? Oder jetzt auch noch. Wenn du sagen die immer noch, du musst wegen Preise verhandeln? Ja, klar. Zum Beispiel für Autos oder so. Was war das letzte Mal, wo du Preis verhandeln musstest von deinem Vater aus? Jetzt, bei diesem scheiß Touran, Alter. Erzähl mal. Ja. Erzähl mal bitte, wie war das? Keine Ahnung, der Wagen war, glaube ich, für... Lass mich lügen, ich glaube, der war für 9,5 oder so inseriert. Okay. Ne? Aber guck mal, jetzt was für eine Politik, Bruder. Also ne? Der war für 9,5 inseriert? Der war für 9,5 inseriert. Okay. Und ich schreibe so, mein Vater sagt zu mir so, gib den 7,5. Mhm. Biegt dann erstmal 7,5, ja, also genau. Einfach 2.000 Euro. Einfach 2.000 runter, ne? Also ein Auto noch nicht mal gesehen, 2.000? Nee, direkt 2.500, ne? Den angeschrieben, bla bla. Der sagt, nein, Bruder, kann ich nicht machen, bla bla. Mein Vater sagt, nein. Sag, guck mal, wie viel der gelaufen ist und so, bla bla. Ich hab gesehen, da ist ein Dell und so. Und auf einmal, ich rufe diesen Typen an, der hat mir seine Nummer gegeben. Ja, hallo. Ich rede mit denen und irgendwann habe ich so gemerkt, der ist Albaner, ne? Und ich sage zu denen, ich bin auch Albaner. Oh, dann direkt so, der sagt, ja Bruder, guck mal, ich muss dir ehrlich sagen, der Wagen ist nicht von mir. da weiß ich schon auch, du. Ich verkaufe den in Auftrag von irgendeinem Typen. Der sagt, der ist dumm und so. Der sagt, guck mal, weißt du was? Ich gebe den dir sogar für 6,5.
Aber sag diesen Typen, ne? All diese Politik, so, sagt denn, angeblich hast du mir 1,75 und so gegeben, ist das. Oder voll die Politik. Okay. Ja, Bruder, voll komisch, Alter. Ja. Dann, wo wir noch da waren, anstatt dass der Besitzer rauskommt, kommt diese ganze Familie von diesen Albanern. Der Vater, die Mutter, kleine Kinder und so. Auf einmal musste ich mir so kleine Kinder verhandeln. Mein Vater guckt sich den Wagen an, dies, das. Der sagt, nochmal 1000 Euro runter. Wie? Ja, nochmal 1000 Euro. Also von 6,5? Genau. Also von 9,5 auf 6,5? Genau, richtig. Und als ihr da wart, nochmal 1000 runter. Also genau. Insgesamt 4000. Ja. Ist er dann durchgekommen? Nein. Ja. Für 5,5 hat er den bekommen. Ja. Ursprünglich von 10. Ursprünglich, ja. Ja, 9,5. Ja, meine ich ja, genau. Ja. Boah, das war das krass. Ja, Bruder, guck mal, das bewundere ich an dir. Das ist denen. Krass, Bruder. Das ist zwar so ein bisschen so, wir sind in so einer Generation, wir schämen uns. Wir hätten es niemals, wir hätten schon gedacht, so bei Taui, wir sind stolz drauf. Ja, so. Mein Vater sagt, was? Der sagt, guck mal hier, die sitzen und so, müssen gereinigt werden. Was mit TÜV, was mit das, bla bla. Ach, hör auf, Bruder. Voll die Probleme. Aber es ist halt ein alter Hase, der weiß, wie das Business läuft. Geil, Alter. Krass. Ja, aber auch so, Alter. Warum, man darf sich nie irgendwie so zu stolz sein, irgendwie Preise zu verhandeln. Mhm. Manchmal, wir sind Music-Store zum Beispiel. Weißt du noch? Er sagt zu dem Bruder, ganz ehrlich, ich frag den jetzt, ob der günstiger machen kann. Sag, bist du bescheuert, Junge? Wir sind hier in deinem normalen Laden, das ist kein Bazar. Sag, warum, Alter? Fragen kostet doch nichts. Ja, und da kriegt man halt auch seine Rabatte, ne? Na, ja, funktioniert, ne, meistens. Das stimmt tatsächlich. Ja, Bruder, normal. Weißt du, wenn du nicht vorher fragst, kannst du das noch nie wissen. Wenn ich frag, der nicht gewinnt. Aber nicht, dass du jetzt auf die Idee kommst, morgen bei Netto oder so. An der Kasse zu fragen. Gibt's da irgendwie Rabatte? Sehr schön hart, Alter. Das ist schon richtig. Ich glaube, da würde es aber auch nicht funktionieren, denke ich mal, ne? Nein. Außer dass du so kaputte Ware oder so in der Hand, abgelaufene Sachen oder so ein Scheiß. Wer weiß, ne? Ja, Ali, was geht? Du bist heute so ruhig. Ich höre euch zu. Korrekt. Ich möchte nicht in seinen Redefluss eingehen. Nein, ach, alles gut. Nö, ich höre euch zu. Bin ja daran gewohnt. Gewöhnt. Gewohnt. Stark. Ich bin daran gewohnt. Oder? Heißt das gewöhnt? Kann man auch machen. Ich schreib jetzt in die Kommentare, was richtig ist. Oder keiner schreibt in die Kommentare, Alter. Wie fordern die Leute so auf, Alter? Ich weiß, ganz selten, ne? Also so mal ja, mal nein. Bist du so einer, der so generell so unter Kommentaren was schreibt, also so unter YouTube-Videos Kommentare schreibt? Nein, gar nicht. Siehst du? Ja, ich halte mich da bedeckt. Aber es gibt so voll viele Trolle, Alter, die schreiben überall was rein. Oder, aber ey, guck mal, ganz ehrlich, ne? Also lieber nichts, anstatt wie irgendwie so Negativ-Scheiß oder so. Egal, scheiß drauf. Ja, nee, muss nicht sein. Wenn, guck mal, uns zu. Also Leute, wenn ihr sowas Negatives schreiben wollt, schreibt dann immer @belly. Ja, ist kein Problem. Ich kassiere den ganzen Shitstorm. Magst du sowas? Oder so, hast du so ein, weil ich hab das gesehen, Bruder, ich krieg letzter Zeit so viel TikTok mit über YouTube, aber. Okay. So, das sind jetzt aktuell, ist das irgendwie so ein Trend, dass irgendwie so YouTuber auf TikToker reagieren oder irgendwie auf Streams reagieren und so. Okay. Und da ist das ja so gang, so, wie soll ich das sagen, so alltäglich, ne, dass man sich da so beleidigen lässt, andere beleidigt. Also ich sehe aktuell, das Content ist nur, wer hat wen beleidigt, wer beleidigt wen, und die krassesten, also die erfolgreichsten sind so die am härtesten beleidigen und auch irgendwie so schlimm, Alter, so willkürlich beleidigen und so. Was sagst du dazu? Ich habe auch so von vielen gehört, wenn die so live gehen, die sagen, ey, wenn du bei TikTok live gehst, so, dann brauchst du dich nicht wundern, dass so dann so einfach Leute kommen, so random in diesen Chat reinschreiben, du und keine Ahnung, einfach so einfach aus dem Nichts sich einfach so richtig so hart beleidigen und so. Ich finde so, wenn man zum Beispiel so bestimmte Themen anspricht und wenn man selber beleidigt, dann ist normal, dass halt so Gegenwind kommt. Ne? Nee, ich hab gehört, aber Leute, die einfach so sinnlos live gehen, dass einfach so irgendwelche random Leute reinkommen und die so einfach so sinnlos beleidigen. TikTok ist halt so ein Format, ne? Aber das Gute ist ja da, da hast du ja diese bestimmten Filter, haben wir ja mal drüber geredet und so. Okay. Das heißt, sobald du irgendwie so ein Schimpfwort oder sowas benutzen willst, auf Deutsch oder auf Englisch,
wird das direkt gesperrt. Okay. Oder der fragt dich schon mal, willst du das wirklich posten? Okay. Ne? Aber wie machen die Leute das? Die schreiben da so voll die Beleidigungen drunter und so. Was denn zum Beispiel? Ja, keine Ahnung. Ich habe ja kein TikTok, deswegen, ich kenne mich damit nicht schon so. Ja, aber du hast das ja auf YouTube gesehen. So, was schreiben die denn da für Beleidigungen? Da sieht man das nicht. Also, ich hätte das so von mehreren Leuten gehört, die auch mal so live gewesen sind. Okay. Die da meinten so, ey, sowas darf dich nicht stören. So, da kommen einfach Leute einfach aus dem Nichts, beleidigen die dich von A bis Z. So, dann musst du das so überlesen mäßig. Wenn du so Person der Öffentlichkeit bist, ja, nee, du hast einen Ruf und bla bla. Hey, normal müssen das überlesen, aber wenn du jetzt einer so von ja, so wählt, random, so, ja, weißt so du, so random. Oder ich würde das auf gar keinen Fall zulassen. So. Würdest du dann so jeden reagieren? Ah, ja, safe, Alter. Würdest du jeden zurückschreiben? Ja, natürlich. Also, nicht zurückschreiben, aber so im Live. Okay. Wenn ich live gehen würde, weißt du? Würdest du jeden zurückbeleidigen? Ja, safe, Alter. Also wenn du das durchziehen würdest, ich glaube, du würdest bei TikTok, also mit der Einstellung, denke ich mal, ganz schnell erfolgreich war. Ich denke, soll ich wieder meinen TikTok-Account aktivieren? Ja. Nein, Alter. Das ist nicht so. Erzähl mal. Nee. Oder keine Ahnung, das war irgendwie so ein kleiner Hype. Mäßig, ja, also bei euch oder bei dir? Bei uns generell so. Okay. Weißt du, weil das ist ja immer noch voll am Start. Ja, das ist am Start, aber irgendwie, weiß nicht, Alter, sind wir zu alt geworden? Also ich sage, diese Leute, die sind sogar noch älter als wir. Der eine hat sogar, ich habe gesehen, der eine holt der geht mit seinem Vater live und so. Hast du das gesehen? Das ist einfach Vater? Der geht mit seinem Vater live, Bruder. Was machen die dann da? Bruder, kennt der das? Das ist irgendwie so ein TikToker, der hat sich das, so Harun, habt ihr schon mal gehört? Der ist auch schon Schläge kassiert und hin und her. Ja, der hat auch so Leute und so beleidigt. Unnormal. Okay, okay. Ja, genau. Der. Ich weiß wer. Die haben sogar seine Mom so gezeigt. Und so, ich glaube schon. So im Bikini. Ich glaube schon. Der. Oder der geht einfach zu seinem Vater live und so. Okay. Und beleidigt dann andere Leute. Und ja, aber guck mal, wie lächerlich, Alter. Sag mal ehrlich, Alter. In was für eine Zeit sind wir gekommen, dass du mit deinem Vater da hingehst und beleidigst, Alter. Nicht cool. Ja, ich bitte dich, Bruder, Alter. Wenn ich da mit meinem Vater sitzen will, der wird mich vorher beleidigen, Alter. Der wird mich erstmal zusammenschlagen, Alter. Du beleidigst hier fremde Leute einfach im Internet und so. Ey, Bruder, das ist gar nicht mein Ding, Alter. Ja, aber so, keine Ahnung, wenn die Leute mal so Bock haben, einfach so Feedback in den Kommentaren bei uns zu hinterlassen. Egal ob positiv, negativ. Also ich negativ muss nicht sein. Ja, muss nicht sein, muss aber nicht wenn sein. Die Leute irgendwas wenn, haben. Wenn der so. Belly Bock drauf hat, warum nicht, ne? Ja. Ist ja nicht so, dass die Leute jetzt unter dieser Folge jetzt irgendwie voll brettern werden und voll mit Kommentaren sein werden. Man weiß nicht. Ich glaube eher nicht. Ja, man weiß nicht, oder? Auf einmal, wir kommen durch sowas kommen in den Trends. Ja, ich glaube zwar eher weniger, aber. Hoffnung steht zuletzt. Ja, ich glaube, wir müssen viel mehr so Themen ansprechen, die so ein bisschen, wie nennt man dieses Wort? Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Im Trend sind? Die so polarisieren. Kontrovers sind? Ja, kontrovers, perfekt. Hast du da sowas? So aus dem Stehlgreif? Hast du was? Weil du bist ja auch so oft eigentlich unterwegs und du kennst eigentlich auch die ganzen Trends und sowas. Ja, aber ich hab gestern auch noch zu Ali gesagt, so. Ich war jetzt letzten Tage so, wie soll ich das sagen, so eine Blockade mehr oder weniger so. Okay. Ich dachte mir so, ich reagiere so heute ein bisschen mehr oder weniger oder interagiere mit euch. Okay. Ja, Andi, was sagst du dazu? Ja, aber mir fällt jetzt auch so kein Thema an, wo ich jetzt drüber mit euch drüber reden kann. Ne? Ist traurig? Nee, Bruder, ich, wie gesagt, ich ganzen Tag unterwegs gewesen. Und ich höre euch jetzt heute zu. So, ich bin der stille Gast, der heute dabei ist und euch gerne zuhört. Außer ihr fragt mich irgendwas und ich antworte natürlich darauf. Aber meine Energie ist jetzt so ein bisschen erstmal runterkommen, klarkommen. Wie groß ist der? Wer, mein Onkel? Ja. 1,80 Meter. Ja? Mhm. Der ist ja fast so groß wie ich. Kann gut möglich sein. Wie groß bist du? Ich 1,72. Echt? Mhm. Mit Buffalos 2 Meter. Welcher Onkel? Wenn
du später die Folge guckst, dann wirst du schon analysieren. Dann wirst du auch merken. Was denn? Alles gut. Habt ihr schon mal Buffalos getragen? Oder damals, wo die neu rausgekommen sind, hat die jeder gehabt. Ich glaube, du hattest die in weiß gehabt, ne? So komplett Nein. white. Schwarz-weiße. Also so schwarz mit bisschen weiß. Ja, yeah, ich weiß. Diese Klassiker, ne? Ja, diese mit großer Schnalle. Klassiker war ja, glaube ich, mit dieser Schnürsenkel. Bruder, jeder hat gehabt. Bruder, was für ein Trend, Alter. Jeder hat die gehabt. Du. Ich hatte die mit Schnallen sogar gehabt. Siehst du? Du. Ich hatte mit Rollerskates gehabt. Bruder, jeder hat die gehabt. Aber guck mal, weißt du, was ich krass finde? Dass das eigentlich so quasi so wieder im Trend ist, ne? Hast mal gesehen, aktuell so Typen, so was für Schuhe, so aktuell so bei Typen, so im Trend sind. Bruder, kennt ihr diese Typen, die diese komischen Gummistiefel tragen? Oder diese so roten? Hast du das mal gesehen? Die sind aber richtig überdimensional. Die sind noch von Dings, von Yeezy, glaube ich. Nein, die sind nicht von Yeezy. Das ist irgendwie so eine komische Marke. Oder Balenciaga, oder glaube ich, ist glaube ich irgendeine Designermarke. Aber das ist ja voll unfunktional, ist ja sinnlos. Aber ich meine, so kennst du so aktuell, die haben fast alle so diese, so wie so, was früher so Punkerschuhe waren. Ja. Oder so Punkerstiefel und so. Meinst du diese Doc Martens? Ja, so unter anderem, ne? Ja. Ist so. Wäre das so ein Style für euch? Also ich persönlich nicht. Niemals. Ich stell mir vor, du trägst sowas und dann macht deine Frau oder deine Freundin mit dir Schluss, weil du so einen Style hast. Also ich feiere das auf jeden Fall nicht, so ein Grufti-Style mit so Ketten und so Schlagerhosen. Aber weißt du, was das also Ding Schlag, ist? Nennt man die Schlaghose? Schlaghosen, ja. Guck mal, das Ding ist, natürlich, man feiert das nicht, aber stellt euch mal vor, ihr trägt das, aber wirklich ganz Outfit muss passen, ne? Mhm. Auf einmal, das sieht richtig gut an euch aus. Würdet ihr das dann tragen? Ich würde mich nicht wohlfühlen. Also nein, Bruder, ich muss mich im Klamotten wohlfühlen. Ich habe so dieses, ich muss mich wohlfühlen. Wenn ich mich so cringe da drin fühle, dann egal wie, also so, wie viele Leute mir sagen, da steht dir oder so. Weißt du, was auch ein Problem ist, Bruder? Wir wohnen einfach in so Kleinstädten, weißt du, wo du direkt so ins Auge fällst. Mhm. Wenn du zum Beispiel, sag ich mal, in Düsseldorf oder Köln wohnen würdest, Bruder, wir mit unseren Stylen so, wir sind gar nicht auffällig. Nee. So, ja. Hast du mal gesehen? Würdest du dann so komplett so schwarze Mantel bis zur Kniescheibe? Ich rede nicht nur von dieser Style. Aber ich meine halt allgemein, du bist in Düsseldorf, keiner kennt dich so. Ja. Und du denkst dir halt. Ich bin Belly the Kid. Und du denkst jetzt halt so, ich möchte einen neuen Wind in meinen Style reinbringen. Safe, ich habe jetzt 3-4 Tage mit so einem Gossip-Typ produziert. Sein Drip, sein Style hat mich voll inspiriert. So. Voll. Ich bin ein bisschen drauf kleben geblieben. Und jetzt irgendwo in Berlin und bin ich erstmal 2 Monate da. Der kommt mit, sagt der Mensch, Junge, hier ist die Karte, zack, hier ist ein Outfit für dich, du ziehst die an, Leder. Dann holst du raus, siehst so einen schwarzen Nagellack, so was ist das? Sagst du, ja, das ist jetzt Trend, dann lackierst du auch. Willst du ein machen? Bisschen. Nagellack nicht, Bruder. Okay, scheiß mal auf Nagellack. Aber würdest du mit so einem Style sagen, komm, wir laufen jetzt ein bisschen, sagen wir mal so, die Boost. Das muss geil aussehen, Bruder. Ja, aber es sieht geil aus. Das ist geil. Ein geiler Style. Willst du machen, Bruder? Ich bin offen für alles, ja, Alter. Okay, so diese Vollleder. Ja, Bruder. Also komplett Lederhose. So. Bruder, guck mal, Migos. Ne? Lass mal, Migos. Nein, warte. Du redest von Leuten, die Stylisten haben. Ja, und? Ich sag ja, wenn du diesen passenden Style hast, oder die Leute, ich rede ja nicht nur von, was weiß ich, willkürlich ausgewählten Sachen, wirklich so von ausgewählten Klamotten, so, guck mal, zum Beispiel Migos, ohne Witz, ne? Mir gefällt das ja jetzt auch nicht so übertrieben, ne? Aber stell dir vor, du ziehst das an und das steht dir voll gut, Alter. Ich weiß nicht, Bruder. Weißt du, das Schwein? Kann gut möglich sein, ja, wirklich. Kann gut sein, aber. Verstehst du, ne? Das Schwein? Natürlich, Alter. Aber dieser Stoff alleine, so Leder. So komplett Leder so auf der Haut, sondern so als Hose. So, Leder, Bruder, hält warm. Ist genau was für dich, Junge. Nee, Bruder, lass mal. Ist genau was für dich. Am besten halt so Stiefel, dann so noch so bis hierhin und dann die Socken, die du anhast, damit die Leute auch wissen, dass immer rechts ein Pfeil ist. Vielleicht sieht man das hinter in der Kamera. Das meinst du vielleicht links oder rechts? Nein, alles gut, weil ich habe vorhin gesehen, da war oder ein Boomerang oder was? Nein, das ist so. Puma. Andere Seite einmal bitte. Bruder, nicht die Schlange. Ja, ist ein Blinker. Ja, dann, Bruder, ziehst du dann an, falls du immer nach rechts gehen willst, um den E-Scooter. Weißt du, wie teuer die Socken waren? Ich weiß, das ist von Gossip, ne? Was für Gossip? Na, ich meine, ist das nicht von diese...
Ich bin wieder ruhig. Erzählt mal unter euch. Nein, ich frag halt nur. Ich finde es aber immer sehr gut, weil ich finde, irgendwann muss man sein Alter entsprechend auch sich irgendwie kleiden. Ja, safe. Ich weiß nicht, ich könnte nicht mit 45 so noch mit Hip-Hop-Klamotten rumlaufen. Da will ich schon eher mehr so ein elegant anziehen, schöne Stiefel, schöne enge Hose so. Ja, aber was zum Beispiel so mit Hoodies oder sowas? Willst ja, du mit das 45 doch, anziehen? Nein, ja, das klar. Auf jeden Fall. Aber dann jetzt nicht so, das ist so, wenn ich mal mit einem Hund oder was weiß ich, draußen im Wald oder irgendwo mal kurz was einkaufen möchte. Okay, was für ein Hund? Ja, Wo kommt der Hund auf einmal her? Ja, ich weiß, wo ich gerade bin. Ich bin gerade in meinem Familienmensch. Irgendwo in der Hütte, im Wald, irgendwo draußen am Laufen. Sonntags eben kurz. Ne? Okay. Oder irgendwo, auf jeden Fall. Das will ich niemals vernachlässigen. Ne? Aber ich denke mal nicht, wenn ich so irgendwo raus arbeiten müsste oder irgendwas, dass ich dann noch mit so Hoodie oder irgendwie... Aber ich glaube schon, weiß ich nicht. Aber wenn es irgendwie Termin oder irgendwas wäre, dann würde ich das, glaube ich, nicht anziehen. Ja. So Oversize-Klamotten so zum Chillen auf der Couch mit der Frau ein bisschen was gucken oder so. Oh. Ja, oder? Das ist doch normal, Alter. Ja, irgendwann streben wir doch alle irgendwo hin und wollen doch das Große. Warum leben wir dann? Es geht doch immer um ein... Nicht für viel, aber es geht doch meistens um auf Welt kommen, Familie gründen, Haus... Ganze Klischee, Garten, Haus, Hund. Wie ist das so? Warte mal, ich habe eine Frage. Wie stellst du dir deine Frau vor? Ich? Mhm. Wie sollte sie sein? Schwer einzuschätzen, Bruder. Das kommt, wie es kommt. Ich glaube eher so. Nein, aber so was du so haben möchtest, was die mitbringen sollte, auf was für Eigenschaften du Wert legst, wo du sagst, so, ey, weil so, ich denke mal, so Frau ist ja so dieses. Ey, das ist Frau-Status oder ey, das ist so Freundin-Status. Das sind nochmal zwei verschiedene. Okay. Was würdest du denn sagen? So, was sollte denn so Heiratsmaterial, wie man so schön sagt, Heiratsmaterial mitbringen für dich? Respekt. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Okay. Das ist heutzutage nicht überall. Also Respekt würde ich sagen, dass man auf jeden Fall auf Augenhöhe ist. Ja. Respekt, was voll wichtig ist. Was du hast das jetzt so dreimal wiederholt, Respekt, was meinst du damit? Ja, dass man sich gegenseitig respektiert, in jeder Klasse. Zum Beispiel halt, ich bin jetzt mit der irgendwo eingeladen. Mhm. Und dass die mich auf jeden Fall nicht dann vor anderen Leuten bloßstellt. Ach so, okay. Das meine ich mit Respekt. Yeah, okay, dass auch egal, was so zwischen uns ist, dass wir es dann hinterher zu Hause austragen. Okay, ich weiß, was du meinst. So, weißt du, mich nicht demütig vor anderen Leuten. Yeah, so was finde ich halt, ist meine Meinung, gehört also, sich nicht. Hundertprozentig ne? Nicht, Bruder. Sind so einfach, ich erwarte nicht viel, aber einfach so Kleinigkeiten. Wie gesagt, Respekt kann man sich nicht kaufen. Das ist auf eine Art und Weise. Und wenn irgendwann mal, glaube ich, das Respekt weg ist, so, dann wird etwas auch nicht mehr funktionieren. Mhm. Dann ist auch meiner Meinung nach so. Okay, Respekt. Dann, was wäre dir noch wichtig? Dass ich auch weiß, dass ich die Frau, wenn ich aus dem Haus bin, dass die gut mit meinen Kindern umgehen würde. Dass die meinen Kindern viel Bildung, also was ist Bildung, aber gut mit denen umgehen kann, wo ich ein gutes Vertrauen habe. Das weißt du doch vorher nicht. Ja, aber du checkst ja die Frau ab. Du gehst ja nicht einfach blind irgendwo und sagst hier im Supermarkt, ich möchte jetzt eine Frau kaufen. Aber woher siehst du denn, dass die zum Beispiel gut für deine Kinder sorgen kann? Das merkst du, weil du ein menschliches Gespür hast und wenn ich weiß, welche Frau, ich würde ja nicht mit irgendeiner Frau einfach heiraten, nur weil ich jetzt gerade... Du lernst sie ja kennen. Ja, deswegen frage ich ja, Bruder, auf was achtest du denn? Ja, ich würde dann kennenlernen, wie die Gestik halt von der ist, wie die drauf ist. Das ergibt sich, finde ich, halt mit der Zeit. Du lernst ja jeden Menschen, weil das habe ich letztes Mal auch angesprochen, irgendwann, wenn sich ein Mensch verstellt, fällt früher oder später die Maske. Mhm. Das kann man halt nicht lange halten. Mhm. So. Und da weiß man, okay, pass auf, funktioniert das, was ich im Kopf habe, so. Und das, worüber ich auch nachdenke, kann ich mich mit dieser Frau zusammenschweißen und eine Familie gründen. Ich glaube so, man hat dieses Gespür schon dafür. Klar, man weiß es halt wirklich nie. Kann ja immer sein, dass irgendwas passiert, die Frau auf einmal durchdreht oder so. Aber ich bin sehr optimistisch und sowas, dass ich dann hinterher, ich für mich schon entscheiden kann, ob das die richtige ist oder nicht. Okay, also du hast ja jetzt nicht irgendwelche Eigenschaften, worauf du achtest, sondern das ist eher so Bauchgefühl bei dir. Es ist bei mir halt Bauchgefühl, man muss miteinander also klarkommen. Hauptsache Respekt und alles andere ergibt sich. Natürlich, Respekt ist sehr wichtig halt, ne? Und dass man halt viel miteinander Zeit verbringt, um wirklich für jeden Einzelnen, also für mich zu sagen, okay, pass auf, kann ich nicht, könnte ich mit dieser Frau so, entspricht das meine Vorstellungen halt auch, würde ich das mit dieser Frau aushalten, ne, sind ja auch mehrere Faktoren, aber ich glaube, das ist bei einer gesunden Beziehung, die man eingeht, Ehe oder wie auch immer, dass sich das mit der Zeit irgendwie so entwickelt. Und wie gesagt, ich bin auch sehr offen für alles, ich kann mich auch sehr gut meinem Partner anpassen. Okay. Das heißt, ich bin nicht so, das gebe ich auch ehrlich zu, ich bin nicht so der Alpha-Typ, der dann hinterher sagt, nein, das muss so gemacht werden. Klar, ich habe meine Prinzipien,
ich habe meine Sachen, wo ich sage, okay, das ist so mein Ding, das will ich haben. Ne? Und was meinst du damit? Ich will nicht, dass meine Frau zum Beispiel mit so einem Minirock irgendwie, was weiß ich, Alter, rausgeht, wo alle Männer hinterher gaffen, ja, und der irgendwas. Ich. Das sind so Sachen, wo ich verstehe, sage, ey, ich will das halt einfach nicht. Ja, das fühle ich, ja. So, das ist so mein Ding halt so, ne? So, und da lege ich halt Wert, so, wo ich sage, das ist mein Prinzip, ey, guck mal, Frau, so, ich weiß, du, ich liebe dich, respektiere dich und so alles. Von mir aus lauf nackt bei mir in der Wohnung hier rum oder zieh dir jeden Tag irgendwas an und zeig mir, wie du rumläufst. Aber wenn wir nach draußen gehen, so, versuch nicht hier halt, dass man halt deine Arschbacken oder kurz vor irgendwas sehen kann, so, damit du andere Männer geil drauf machst, so, und die hinterher gucken, so. Ich bin halt so ein eifersüchtiger Typ, so, irgendwo. Ja, ich liebe und hüte das, was ich habe. Ja, ist ja auch nicht verkehrt. Ich weiß auch gar nicht. Meine Meinung, viele sagen ja vielleicht auch. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ey, ich würde mir am liebsten wünschen, dass meine Frau nackt rumläuft, damit der jeder hinterher guckt, damit ich sagen kann, ey, guck mal, so, ich bin mit der zusammen, so manche. Oder ja, gibt's, ne? Gibt's. Ja, aber gibt's, dann finde ich, so, verstehe ich nicht, so, ich bin auch absolut gar kein Fan davon, so, aber gibt's, Bruder? Ich glaube, wenn eine Frau dich respektiert, ne? Mhm. Und die Charakter und Charme hat, wird sie aus Liebe zu dir, auch wenn sie das machen würde, das nicht machen. Ich finde auch so, ich weiß, vielleicht ist das jetzt so eine bisschen kritische Aussage, vielleicht eckt die auch so ein bisschen an. So, aber ja, genau, das wollen wir haben. Das ist so meine Meinung, du kommst auch noch gleich dran, mach dir mal keine Sorgen. Das sollen wir haben, kritische Meinung. Bis hier wieder Feuer anlegen. Ich bin komplett aus dem Konzept gebracht. So, ich bin der Meinung, wenn du eine Frau siehst, also du bist jetzt so draußen irgendwo und du siehst eine Frau und sagen wir mal, du nimmst diese Frau in zwei verschiedenen Versionen, einmal als Single und einmal, sagen wir mal, in einer Beziehung, verheiratet oder sonst was, das sollte man, auch wenn man diese Frau nicht kennt, am Kleidungsstil erkennen können. Also finde ich. Na. Nein, nicht, dass das so ist, aber ich finde, das sollte so sein. Okay. Ich verstehe, was du meinst. Dass das generell so sein sollte. Also wenn du eine mit Kopftuch siehst, dann sagst du so, die ist gottesfürchtig. Das ist, ne, oder? Das wäre jetzt so Religion, aber ich gehe jetzt nicht so auf Religion, sondern generell zum Beispiel, dass zum Beispiel eine, die zum Beispiel vergeben ist oder so, nicht unbedingt mit so einem Ausschnitt rumläuft oder irgendwie so mit Hotpants oder sonst was oder so. Also dass das so generell... Dass sich das so abhebt, meinst du? Genau, dass das so, dass du dann zum Beispiel so sehen kannst, so ey, die ist vermutlich so Single. Weißt du? Und nicht irgendwie... Beziehung oder drei Kinder oder was weiß ich was oder so, weißt du, und läuft rum wie eine, die, keine Ahnung, 18, 19, 20 Single ist oder sonst was. Du weißt, was ich meine, so dieses Wilde. Ja, deswegen achtet aber man ja auch immer auf Ringe, ne? Also ist ja auch ein Markenzeichen. Ich meine Wilde, ich meine jetzt nicht Ringe, oder wie ich meinst du? Ich meine jetzt halt, wenn du siehst ja auch, wer verlobt, verheiratet ist. Ja, aber guck mal. Ringe ist auch mittlerweile so Schmuck geworden. Also ich sehe das aktuell auch so bei Frauen, die haben teilweise 4-5 Ringe an den Fingern. So, das, weiß ich, ob du das mitbekommen hast, aktuell so Trend, so, das ist ja so in. Klar. Du hast ja nicht mehr, dass jetzt irgendwie nur so einen Ring tragen, sondern so, ist komplett voll mit Ringen. So, was willst du denn sagen? Ey, warte mal, zeig mal. 1, 2, 3. Scheiße. Ja, erzähl mal, wie siehst du das denn? Kontrovers, erzähl mal, mach mal ein bisschen das, was die Leute... Guck mal, ich sehe das genauso wie Ali. Ne? Wie denn? Die Frau muss an erster Stelle Respekt haben. Okay. Ne? Was heißt das für dich? So Respekt gegenüber dir, Respekt gegenüber der Familie. Okay. Zum Beispiel Eltern, Bruder, Schwester und so. Mhm. Also die muss zum Beispiel jetzt dich so nehmen, also wie soll ich erklären, die muss so diesen Respekt für dich aufbringen, genauso wie wir auch für deine Familie. Okay. Weißt du, was ich meine? Okay. Das heißt ja, wenn du die heiratest, du heiratest ja die Familie mit. Mhm. Andersrum genauso. Andersrum genau dasselbe. Mhm. Wenn du zum Beispiel jetzt so ein Typ bist, du hast keinen Bock auf immer so Familienfeiern, dieses, ne, Bruder, der Respekt muss da sein. Wenn mal ein Bruder von ihr oder eine Schwester von ihr Geburtstag hat, dieser, musst du hin. Pflichtprogramm. So, weißt du, Schwein? Ja, ich weiß, was du meinst. Gegebenenfalls noch Geschenke holen, dies, das, ne, wie auch immer. Weißt du, Schwein? Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und Bruder, was für mich wichtig ist, ist dieser Familienaspekt. Okay. Also die muss schon ein Familienmensch sein. Wie würdest du das denn definieren? Was heißt das denn? Dass die auf jeden Fall auch diesen Kinderwunsch hat. Okay. Ne? Weil es gibt ja viele Frauen, die wollen einfach nur Business, erfolgreich, reisen, bla bla. Ist ja alles schön und gut. Kann man ja aber auch mit Kindern machen.
Gibt's ja auch. Die das, also ich nicht, dass ich das so ein Fan davon bin, aber es gibt auch vermutlich Frauen, die das auch unter dem Hut kriegen mit Kind. Ja, klar. Aber das ist, wenn man in diese Situation kommt, dann wirst du erst merken, was das wirklich bedeutet, weil ein Kind ist wirklich Arbeit ohne Ende. Ne? Und wir reden jetzt nicht von einem Kind. Vielleicht kriegst du auch zwei oder drei. Jetzt kriegt das mal alles unter den Hut. Ich krieg das ja voll viel mit, so von Familie und so. Mhm. Gehen mit 3, 4 Kindern, gehen die in Urlaub. Die wollen gerade relaxen, chillen, dies, das an Sonne. Und dann wird ein Kind krank. Ja, viel Glück. Wegen diesem Wetterumschwung und bla bla. Und dann kannst du dich nicht relaxen. Und, weißt du nicht, dann bist du nur mit dem Kopf bei dem Kind. Ja, scheiße, sollen wir jetzt wieder zurückfahren? Wegen Ärzte, wegen dies und das. Verstehst du, was ich meine? Das deswegen so. Also nicht viele Frauen haben auch den, sag ich mal, den Kinderwunsch, so, weißt du? Okay, also Kinderwunsch, Familienplanung. Genau, richtig. Das ist auf jeden Fall für mich so, weil, so wie Ali schon sagt, so, wir sind nicht umsonst auf dieses Leben so. Wir müssen vorankommen. Natürlich können wir, das ist jetzt unser Gedanke. Natürlich gibt es welche, die sagen einfach, ich will nur Business machen. Mal hier, mal da was und so, aber nichts Festes. Aber das ist so kein Leben für uns. Okay. Weißt du? Ich finde halt auch, du musst ein Macher sein in sowas. Also wenn du einer bist, der zum Beispiel Kinder haben möchte, dann sei auch ein Motherfucker im Business, dass du beides unter einen Hut kriegst. So. Das meine ich nicht. Ich weiß, was du meinst. Es gibt manche, die sagen, ich möchte nur Karriere starten, genau, und meine nur Zeit Karriere, nur für Karriere, Urlaub. Warte mal, ihr redet über Frauen, ne? Ja, klar, okay. Natürlich. Ja, ja, also, okay, ja. Aber du kannst auch eine gemachte Frau und eine Frau, die wirklich, sage ich jetzt mal, Motherfucker ist, die kriegt das zu Hause geregelt, die kriegt das geregelt auf der Arbeit. Und, also guck mal, eine Frau kann kochen, kann gleichzeitig das Kind stillen, kann gleichzeitig telefonieren und gleichzeitig noch Gedanken machen, was nächste Woche abgeht. Und mit dem rechten Fuß noch so staubsaugen. Multitasking, das muss man denn lassen, das ist wirklich so. Wir Männer werden schon so voll überfordert mit so 3, 4 Sachen auf einmal halt so, ne? Und ich glaube halt sehr fest daran, wenn du eine richtige Frau hast, die aus einem sehr guten Elternhaus kommt, die sehr gebildet ist und wirklich alles unter einen Kamm. Und natürlich, das kann ich nur erwähnen, finde ich, ist auch wieder meine Meinung, dass der Mann auch zu Hause mit anpacken muss. Ja, natürlich. Helfen muss in vielen Sachen, auch die Frau die Arbeit abzunehmen, ne? Weil das ist, finde ich, so immer ein Geben und ein Nehmen. So, und wenn du eine wohlhaftige Frau hast, die so mit diesen positiven oder, ne, wie man es halt sieht, Stress auch umgehen kann mit vielen Sachen, dann läuft das alles. Dann wird es auch laufen, wenn du noch deine Sachen mit, guck mal, es gibt auch manche Frauen, die, ihre Männer sind auch wie Kinder. Die muss das denen hinterher tragen, auch für den Mann machen, sein Zimmer oder das und das. Und der Mann hat das einfach ein Nichtsnutz in verschiedenen Sachen. Warum gibt es so viele Ehescheidungen zum Beispiel? Weil A, der Mann bringt nicht so viel Geld nach Hause. Zweitens, der macht zu Hause so gut wie gar nichts und die Frau ist überlastet mit jedem einzelnen Stress. Die muss die Kinder, die muss ihr Mann, und denkst dann am Ende des Tages, der war nur der Erzeuger. Was soll ich mit sowas? Gebe ich ihr recht? Ja, natürlich. Ich unterschreibe sowas. Weil ich finde persönlich so, du bist ein Mann, du hast eine bestimmte Rolle im Leben. Das heißt, A, du musst gucken, dass deine Familie abgesichert ist. So. Natürlich kannst nicht ein Mann dich spalten, aber ich finde auch, dass du auch, wenn abends zum Beispiel ein Kind hast, das Kind schreit so irgendwie, dass du auch als Mann aufstellen musst. Aber ich kenne auch viele, die sagen, piss dich, Alter, meine Frau soll das mal machen. Ja, jeder ist anders. Ja, natürlich. Ne? Aber ich, sowas halt. Und ich finde sowas, so gesunde Züge, wenn du eine Frau hast, die auch wirklich so, ne, mit Kopf und alles dabei ist und die dich auch wirklich schätzt, dann funktioniert so eine Ehe bis zum Tod. Wirklich. Weil das ist zu Hause Teamwork. Ne? Ja, also brauchst du immer 2 Leute zum Tanzen. Perfekt. Und zum Klatschen. Ja. 2 Hände. Ja, natürlich. Kannst du auch mit 4. Kannst du auch. Nee, ja, ist auf jeden Fall so. Jetzt mal so eine andere Frage. Ja. Weil wir ja schon so bei so aktuellen Sachen sind, so und so bei gegenwärtigen. Und das ist ja so, wir haben gerade gesagt, TikTok ist ja allgegenwärtig. Das wird sich auch vermutlich nicht so die nächste Zeit ändern. Es sei denn, es kommt jetzt eine App, die noch krasser ist. Okay. Was ist denn, wenn ihr lernt so eine kennen, alles ist gut, hin und her, biberwo, denkst du, okay, ich glaube, das ist so die du gerade beschrieben hast, aber die geht immer auf TikTok live. Und noch dazu, die hat einen besten Freund. Das wäre noch so diese Kirsche auf der Sahnehaube, aber lass mal erstmal, das sind andere, also das kommen wir gleich noch dazu. Okay. Aber lass mal erstmal das hier und dann kommen wir zu dem Thema bester Freund bei Frauen. Ja, fang du an, Belly. TikTok live.
Also ich sage, guck mal, guck mal, in diese Sache. Die sagt, die sagt zu dir so, ey, guck mal, ich zeig nicht meinen Arsch, ich zeig nicht meinen Titten, ich bin normal angezogen oder so. Ich unterhalte mich einfach nur so, so mit meinen Freundinnen und da sind auch so ein paar andere Leute, aber ich kenne die ja nicht so und ich treffe mich ja nicht mit denen und die spenden mir einfach Geld so. Guck mal, Bruder. Guck mal, ich bin modern, ich bin auch hier in Deutschland aufgewachsen. Wenn es Planeten gibt, so. Wo ist das Problem? Nee. Aber Bruder, nein. Also in dieser Sache bin ich ein Bauer. Ja, was heißt das? Sag mal. Ja, Bruder, ich will nicht, dass meine Frau sich in der Öffentlichkeit zeigt. Das will ich nicht. Warum? Okay, aber warte mal, Öffentlichkeit? Ja, aber was ist, wenn du eine Frau heiratest oder nimmst, die im öffentlichen Leben steht? Und das zu ihrem Job gehört? Okay. Besser erklärt, oder? Oder guck mal. Das ist aber eine ganz andere Baustelle, aber das ist auch... Ganz, ja, das aber auch... Weil da musst du als Mann von vornherein schon... Hinterstehen, weil... Genau. Ich sag dir warum. Du kannst nicht sagen, nein, mach das nicht mehr. Weil es ist genauso gleich, wenn du jetzt eine kennenlernst, sagst, ich bin Musiker, manchmal bin ich im Studio, ich bin dies, das und auf einmal dir dann sagt, irgendwann nach halbes Jahr... Es kommt drauf an, wie erfolgreich der ist. Wie viele Planeten die kriegt. Guck mal, ich bin... Big Matches. Also von meiner Seite aus, wenn ich jetzt... Da habe ich wieder Grenzen. Also wir reden davon so, die macht okay, das, so, das ist nicht so viel. Die ist auch kein Mainstream. Also guck mal, pass auf, so. Ich habe Grenzen. Es gibt... Ich könnte es auf einer Seite akzeptieren. Pass auf. Okay. Wenn ich eine Frau habe... Ja. Oder meine zukünftige oder meine künftige oder wie auch immer. Mhm. Meldet dich bei dieser Hotline. Alle für Ali. Kamera auf die Schule. Nein, nein. Erzähl weiter. Oder meldet euch bei Leuten, die auch Ringe haben. Was? Schießt nicht. Weil meine Skat-Raketen sind immer geladen. Nein, um nicht auf dieses Thema wegzuschwenden und auch nicht auf den Pfeil wieder zurückzukommen, ist. Okay, pass auf. Schieß los. Ach so. Schieß los. Man ist zusammen, dies, das, hin und her. Es gibt zwei Aspekte. A, Schatz, ich möchte mich selbstständig machen. Ja. Oder A, Schatz, ich bin selbstständig. Okay, mit was und wie. Ich mache Beauty, ich verkaufe Babykleidung, ich mache Haushaltsstyle, irgendwas. Ja, okay. Ja. Ich muss, um meine Kunden zu kriegen, ich bin Musiker, ich bin Künstler, ich habe Verständnis für sowas, mich präsent zu zeigen. Mhm. Das heißt, wie? Das heißt, ich möchte mal gerne live gehen und Workshops zum Beispiel geben. Ja. In TikTok live über Frauen, wie man zum Beispiel Lippen aufspritzt, Konturen macht, Eyeliner zieht, meine Marke, die Also du meinst Materie, Content? Content. Das ist jetzt kein Livestream? Kein Livestream. Okay. Oder, pass auf, ich gehe in Livestream und beantworte Fragen. Okay. Wie zum Beispiel, gibt es manche, bin ich ehrlich zu dir, Schatz, ich stehe hinter dir. Warum? Ich sag dir aus einem Grund. Business. Weil das Business ist und ich möchte als Mann meine Frau unterstützen. Guck mal, so wie du es erklärt hast, verstehe ich das und fühle ich das sogar und kann ich sogar nachvollziehen, ne? Aber ich rede echt so davon, dieses... Einfach eine Nichtsnutzerin, die einfach zu Hause sitzt und denkt sich jetzt einfach, ich gehe jetzt live, TikTok. Um einfach Zeit zu verbringen. Richtig. Ja, zeig mir mal, was mit dem Haus ist. Wo hast du aufgeräumt? Sagt ihr keinen Bock? Ja, kein Bock. Warte. Aber guck mal, die Kamera mit. Du weißt, was ich meine. Ja, guck mal, aber ich sag dir was, Bruder. Genau. Aber da ist Leute, bei mir... Habe ich noch irgendwas übersehen? Yeah. Aber ganz kurz, da wäre aber bei mir schon... Schon von der Auswahl vorher, deswegen sage ich dir, du lernst den Menschen kennen und siehst dann, in was für eine Ehe du reingehst. Deswegen frage ich, ob das eine Red Flag wäre. Das wäre kein Red Flag, das wäre Japan. China. China ist komplett rot. Ah, sorry. Das wäre für mich so, ja, natürlich, Mann. Weil guck mal, damals hätte ich anders gedacht. Was heißt damals? Sagen wir mal so, vor 5 Jahren, 6 Jahren. Okay. Oder vor... Bisschen hätte ich vielleicht nochmal anders, weil ich nur so noch ein kindisches Gedanke habe. Da war ich auch noch dieses Rap-Karriere und Tier und alles nur und Scheiß auf jeden. Mhm. Aber mittlerweile... Warte mal, wie hättest du das damals so gesehen oder gedacht? Also, ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, so, sagen wir mal, ich wäre jetzt mit meiner Freundin unterwegs und die wäre jetzt auf einmal dann so live und so gegangen und hätte das auf einmal so neu aufgezogen und so. Da hatte ich selber noch keinen richtigen Stand. Ah, okay. Ich weiß, was du meinst. Aber so mittlerweile... Hat man das Spiel, die Matrix, durchschaut oder durchgespielt so. Mhm. Und deswegen bin ich dann so, also ich entscheide dann halt, okay, pass auf, an erster Stelle muss ich mich ja auch irgendwo wohlfühlen. Ganz kurz. Man muss egoistisch irgendwo sein. Nein, verstehe ich ganz kurz. Hättest du das auch, also du hättest das vor 5, 6 Jahren, hättest das gleich noch mitgemacht? Mitgemacht. Aber hätte dich das schon damals gestört? Guck mal, wir Menschen ändern uns irgendwann nach einer Zeit. 100%. Es gibt irgendwann ein Alter, wo du dich änderst. Es ist vielleicht positiv, aber für die Person wird das negativ sein. Weil damals hättest du gesagt, ey, ich hab Bock da drauf und heute würde ich sagen, auf einmal nein.
dann ich verstehe die Reaktion von den Menschen, weil ey, pass auf, damals war's, aber diesmal bin ich anders. Mhm. Ich bin klüger, reifer. Mhm. Ich mag diese Eigenschaften einfach nicht mehr. Mhm. Aber dann ist wieder dieser Punkt, okay, so, du bist zum Negativen, hast dich umgewandelt. Weil du hast damals akzeptiert und heute bist du so, ich will das einfach nicht mehr. Also negativ für diese Person. Für diese Person, perfekt. Ja, ja. Aber positiv für dich. Und dann musst du dich entscheiden, denke ich an mich oder denke ich an uns. Mhm. Aber das wäre zum Beispiel meine Frage. Also ich finde das cool, dass du so offen und ehrlich geantwortet hast, dass du zum Beispiel gesagt hast, so, ey, ganz ehrlich, was ja auch gar nichts Verwerfliches ist, dass du gesagt hast, ey, so vor 5-6 Jahren, so hätte ich vielleicht gesagt, okay, soll die mal machen. Ja. Aber meine Frage ist so, auch wenn du das zum Beispiel so gesagt hättest und gemacht hättest, hätte ich das vielleicht auch so tief im Inneren trotzdem gestört, dass die das macht? Unter einem Punkt. Auch wenn du nichts gesagt hättest. Das meine ich so. Also guck mal, wenn ich dann da sitzen würde, die wird live gehen und dann würde ich sehen, da ist irgend so ein Typ. Das sind mehrere. Bruder, aber sie geht mit denen live. Okay, sie geht also mit dem Typ live. Die kommen einfach so rein. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Nein, ich glaube, das läuft ja überall alles gleich. Das heißt, Schatz, der kommt doch einfach random rein. Ich kann doch nichts dafür. Ja, das meine ich damit so. Nein, es gibt ja so zum Beispiel, sie präsentiert sich irgendwie vor Kamera jeglich und dann gibt es immer ja nur Kommentare. Mhm. Man kann ja schreiben, die ist dann hin und her. Und es gibt halt, du gehst dann live rein und du kannst dann Leute einladen, mit denen du FaceTime machst. So. Und da würde ich schon Amok laufen. Boah, mich würde das schon stören, wenn einer schreiben würde, boah, du siehst aber voll süß aus. Ja, aber da fängt das hier an. Deswegen sag ich dir, nein. Deswegen direkt unterbinden. Ja, deswegen sag ich ja, Charakteren sind anders. Wenn es um Business geht, es geht gerade um Business, Bruder. Nein, jetzt gerade nicht. Davor geht's. Ja, nein, natürlich nicht. Wir reden über diese Maske da, Bruder. Diese Maske, nein. Die da sitzt, die macht sich ihre Fingernägel. Nein, hey, ich Süße. Die redet zwar ein, zwei sind ihre Freunde. Also für mich Red. Ja, direkt zumachen, Deckel drauf. Prozentig, Alter. Kochdeckel. Was soll ich meine Mutter ruft mich an. Schau, Habibi, hat deine Frau neue Nägel? Warum? Ich habe die gesehen auf TikTok. Das meine ich. Bruder, ich würde doch, Alter. Genau das meine ich. Nein, das ich versuche deine Frau zu rechnen, aber die geht nicht an ihr Handy dran. Aber kannst du mal bitte nach oben gehen? Das Kind ist am Weinen. Woher weiß das denn, Mama? Geh auf TikTok live, schreib hier bei TikTok live einfach. Okay, super. Heftig, ja, fühle ich. Unterschreibe ich 100%. Weil ganz ehrlich, das sind so Sachen, so, das muss man sich heutzutage... Viele Männer sind heutzutage keine Männer mehr. Viele. Da möchte ich gleich auch drauf eingehen. Viele Männer sind heutzutage keine Männer mehr. Was verstehst du denn da drunter? Der Jud. Ich möchte nicht viel plappern. Doch, plapper, Bruder. Plapper. Wir sind heute kontrovers unterwegs. Vielleicht gehen unsere Zahlen hoch, Bruder. Wir wollen den ganzen Shitstorm. Guck mal, ich finde, dass ich in vielen Sachen auch kein Mann gewesen bin. Du meinst früher? Genau. In Beziehung? Genau. Okay. Dass ich in vielen Sachen kein Mann gewesen bin. Warum? Okay. Weil ich bestimmte Grenzen, die ich setzen müsste, einfach aus Loyalität meine Liebe nicht gemacht habe. Also nicht konsequent was? Genau. Okay. Dass ich dann gesagt habe irgendwann, ey du Spasti, das bist du nicht. Du verbiegst dich oder änderst dich. Ich rede nicht von, dass ich mal Drogen gemacht habe, dass ich davon wegkommen sollte. Einfach als Persönlichkeit. Prinzipien, die man hat. Genau. Du sagst zum Beispiel, ey, das ist meine Linie. Das ist meine Linie und über diese Linie bin ich einfach sehr oft rübergegangen. Okay. Und du hast dann jedes Mal wieder eine neue Linie gezogen. Genau. Ich sage nicht, dass ich perfekt bin und dass ich keiner von uns fehlerfrei bin. Mhm. Aber ich rede für mich, dass ich in vielen Sachen einfach direkt Strich machen müsste. Also einfach eine Linie durchziehen müsste, bis hierhin und nicht weiter. Das ist aber viel leichter gesagt als getan. Ja, aber ich bin stolz und glücklich darauf, dass ich das alles aber erleben durfte. 100%. Warum? Jede Erfahrung ist kostbar. Ich bin reifer geworden. Ja. Ich bin klüger geworden und ich weiß, welche Fehler ich in meinem Leben niemals mehr machen würde. Mhm. Und ich weiß, bis einem bestimmten Punkt, wenn ich an diesen Punkt und an diese Zeit gekommen bin, weiß ich direkt, dass ich die Tür zumachen würde und weitergehen laufen perfekt, würde. Perfekt, perfekt. Deswegen sage ich, ich bin auch Gott dankbar, dass ich viel Gutes, aber auch sehr viel Schlechtes mit so aus vielen Hindernissen oder im Leben mitnehmen durfte. Seien wir mal ehrlich, ne? Also jeder von uns, wie ihr hier sitzt, aus guten Ereignissen lernst du nicht so viel wie aus schlechten Ereignissen. Hundertprozentig. Aber weißt du, was die Kunst, aber was ist die Kunst da drin ist und was auch viele, und ich rede auch wieder von mir, von, lass es so 3-4 Jahre sein, ich habe aus meinen Fehlern nicht gelernt. Also hast du wiederholt quasi immer wieder. Ja, ich habe aus manchen Fehlern, habe ich selbst, ob es positive oder ob es negative Fehler waren. Okay, ob man mir gesagt hat, ey, pass auf, so. Das war von dir falsch. Dann habe ich drüber nachgedacht, aber das war auch so, wo ich sagen kann, die habe ich auch versucht umzusetzen, diese Fehler nicht mehr zu machen. Aber es gab manche Fehler, wo ich immer wieder
gesagt habe, bis hierhin und nicht weiter. Und ich bin trotzdem immer wieder in diese Fehler eingetappt. Kann das sein, die haben sich wiederholt. Ja. Kann das sein, dass das meistens Fehler so in Beziehungen? Also nicht nur Beziehungen. Okay. Beziehungen auch natürlich. Ja. Ne? Auch in Beziehungen, auch nicht in Beziehungen, auch privat und irgendwann so. Ich habe immer so versucht, viel mit Herz, mit meinem Herz an diese Sache zu gehen. Okay. Und irgendwann habe ich dran gelernt, ey, pass auf, du musst dein Herz in manchen Sachen einfach ausschalten und rational denken. Mhm. Das heißt einfach so, okay, pass auf, in diese Sache jetzt gerade. Nicht mit dem Bauch, sondern mit dem Gehirn. Da passt deine Emotion nicht. Hör auf, dich zu verarschen, Junge. Denk mit deinem Kopf. So. Genau. Und irgendwann mit der Zeit, kann ich nur für mich sprechen, bin ich reif geworden. Stark. Ich weiß, was richtig, ich weiß, was falsch ist. Auch durch mein Leben. Guck mal, zum Beispiel, eigentlich dürfte mich nichts schocken. Mhm. Außer wenn jemand gestorben ist, so, was eng für mich ist, dann ist etwas, wo ich sage, okay, aber eigentlich in vielen Momenten muss ich über Sachen stehen, weil ich habe Schlimmeres durchlebt. Mhm. Und ich bin auch stolz darüber, weil das hat mich richtig einfach hart gemacht. Aber es gab manche Sachen in meinem Leben, wo ich einfach weich war. Okay. So, ne? Und ich bin aber dankbar dafür, dass ich heute in einem Stand bin, wo ich sagen kann, ey, ich weiß, was ich will. Ich weiß, dass ich ein gemachter Mann bin. Ne? Und Alhamdulillah, ich bin auf niemanden angewiesen. Mhm. Also dieses Simp, kennst du den Begriff? Nein. Es gibt aktuell, also was heißt aktuell, seit 2 Jahren oder seit 3 Jahren, hast du den Begriff schon mal gehört? Simp. Das hat sich jetzt so ein bisschen etabliert. Mhm. S-I-M-P. Ne? Mhm. Ach, Simp. Genau, Simp. Okay. Kommt das von Simpel? Also so, ja, ja. Genau, wird so geschrieben, aber nur bis zum P. Okay. Ne? Ja. Bruder, das ist einfach ein Begriff dafür, für Männer, die, wie soll ich das sagen, einfach alles für ihre Frau machen, was jetzt eigentlich nicht so negativ ist, sondern auch dieses, die Frau hat komplett das Sagen, die bestimmt alles, die kann machen, was die will, der Typ hat gar nichts zu melden. So, und egal, was die sagt, wird die Typen gemacht. Haben Ja und Amen zu sagen. Okay, aber ist das nicht ein narzisstisches Verhalten? Von der Frau vor, ja, natürlich. Ja. Weil es gibt ja auch dieses, weil wenn Männer das machen, ist das ja dieses toxisch-maskuline. Ja, ja, natürlich. Macho-Gehabe. Ja, ja, klar. Alpha-Gene. Pascha. Alpha-Gene. Ja. So, oder ne? Jetzt hat sich schon alles geändert. Aber so bei Männern ist das ja so, da gibt man so einen schönen Begriff für Simp. Weißt du, ich meine, so, das hört sich ja nicht Schlimmes an, so, ne? Und das ist so, also da wird das gar nicht so als negativ dargestellt, sondern so, ja, es gibt manche Männer, die so sind. Aber bei dem anderen, wo Männer dominant sind und sagen, ey, pass mal auf, meine Frau will zum Beispiel, keine Ahnung, abends 12 mit 4 ihrer Single-Freundinnen in Diskothek feiern gehen, so, und 2 davon kenne ich von... Verpiss dich. So, aber weißt, ich dazu so, korrigieren, zu dieses Simp. So, die werden dann so negativ, das ist so negativ, aber die dann so alles machen und sagen, ey, warte mal, Schatz, gehst du mit deiner Single-Freundin feiern? Wer weiß, was passiert? Nimm mal ein paar Kondome mit. Ne? Oh, aber das ist Simp. Oh, shit, ja, aber Bruder, das ist Simp. Okay, guck mal. Das ist Simp. 100% Simp. Guck mal, ich möchte was korrigieren an dieser Sache. Ich finde Simp, also... Das ist natürlich die extremste Form. Okay, ich finde Simp zum Beispiel, ich finde auch persönlich, dass, ich muss mal hier rein, weil ich irgendwie nicht wissen. Ich finde es aber auch persönlich, dass eine Frau in manchen Sachen, also für mich, in bestimmten Sachen, das Sagen haben kann. Habe ich kein Problem mit. Ne? Mhm. In manchen Sachen, wo ich sage, ey, pass auf, ich gebe dir den Titel, mach und tu. Aber es gibt auch manche Sachen, was ich niemals erlauben würde, heute. Zum Beispiel, also was wäre zum Beispiel, was du früher erlaubt hättest und heute sagst, gar keine Chance. Dass meine Frau irgendwie mit ihrer Freundin reisen gehen würde. Okay. Fühl ich. Zum Beispiel. Ja. Du bist mit mir, so, wenn du reisen willst, dann packst du mich in deinen Koffer mit rein. Ja. Oder ich habe hier den Fleißkasten, da passt deine ganze Familie sogar mit rein. Von Uri Geller. Nein, Spaß beiseite, aber sowas zum Beispiel. Okay. Das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, absolut geht nicht. No-go. Wenn die mir zu mir sagen würde, guck mal, mein Schatz, ich möchte mit meiner Freundin zu Extrablatt gehen, geh. Mhm. Habe ich kein Problem mit. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Sowas halt. So normale Sachen. Genau, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich bin mit meiner Mutter, ich gehe da auf Hochzeit und so, ja. Kein Problem, am besten tust du den Ehering noch um deinen Hals und schreibst noch meinen Namen, gravierst du damit an. Ich weiß, was du meinst. Am besten nimmst du noch mein Bild. Und noch ein Stirnband. Jeder, der dich fragt, so, machst du einfach nicht so. Als ob du gestorben wärst, so dieser Bild, kennst du so? Holst du so raus, drehst du einfach nur um und zeigst nochmal mein Bild. Nein, Bruder, kennst du so, wenn die so sterben, haben die immer so diese Bilder haben. Damit läufst du so. Nein, alles gut, guck mal, ich bin in sowas, ich will auch meine Frau
nicht, ich möchte meine Frau nicht einsperren. Ja, ich ja. möchte auch ihr Freiraum mhm. geben, ne? Aber ich möchte heute mit so einem Kopf, ich mhm. möchte viel mit meiner Frau verbringen. Wenn ich sage, ich will Urlaub, dann will ich die einpacken. Ja, ich weiß, was du meinst. Mit der sowas ich weiß, machen. Was du meinst. Weißt, ja. Ich will mit der, Alter, ja. ey, ich will nur mit dir irgendwas auf ja, der ja, Welt. Nein, nein. Was für deine Freundin, mir kannst du auch alles laden. Ich weiß, wozu hast du eine Frau? Ne? So, ich, also ich würde heute auch viele Sachen machen, so, aber ich würde auch viele Sachen nicht mit mir machen lassen. Mhm. Es gibt einen Punkt, wo ich dann sage, guck mal, ich scheiß auf meine Liebe, ich schaffe auf meine Zion, hat keinen Sinn, verpiss dich, Alter. Okay. Das würde ich, habe ich damals nicht so, konnte ich halt einfach nicht. Dann mal so eine andere Frage. Was ist, wenn die so, sagen wir mal bei Instagram, so 50.000, 100.000 Follower hat? Ja, aber es kommt drauf an, weswegen. Sag ich ja. Und so unter weil das ein Model ist? Und ne, die verdienen damit nicht Geld, also okay. so fürs Modeln Geld. Einfach nur Fake-Abonnenten. Unter anderem und ja. dann so ein paar Bikini-Fotos ja. oder so, so diese nee. Strandfotos. Das gibt es nicht. Sofort. Also für mich gibt es sowas nicht. Ja. Ich möchte auch gerne, was heißt gerne, also ich würde mir schon wünschen, allgemein, dass meine Frau auch irgendwo auf einer Seite gottesfürchtig ist. Okay. Dass sie mit mir fastet, okay. dass sie mit mir auch hier eine Pilgerfahrt machen könnte. Dass man, so, dass man auch das irgendwo zusammen ist, das gleiche ja. Mindset vertretet, ja. sowas halt auch, ne? Und die auch mit mir einfach auch behindert ist, Alter, mit mir Spastiken machen kann, mhm. wir lachen, behinderte Sachen uns käbbeln. So wie das halt auch, ne, wie das halt so ist. Mhm. Ne, was sich jeder vorstellt. Aber ich hätte auch mal eine andere Frage. Frag mal. Wenn wir gerade in dieses Thema sind. Stellt euch mal vor, oder wie seid ihr und wie reagiert ihr darauf? Ihr habt einen besten Freund. Okay. Und der kommt zu euch und euer Wort, was ihr sagt, hat Gewicht. Mhm. Okay. Und der kommt zu dir oder zu mir, ich stelle euch jetzt die Frage und sagt, Bruder, ich möchte einen Rat von dir. Mhm. Meine Frau, 1, 2, 3, 4. Was kannst du mir für einen Rat geben? Und du musst wissen, diesen Rat, den du gibst, und du weißt, dass dieser Mensch mit diesem Rat sich das so zu Herzen nimmt, okay. dass er das auch zu 80% umsetzen kann. Das heißt, du sagst zu dem Bruder, ich sehe das aus meiner Sicht so, ich würde die verlassen. Mhm. Und der geht zu seiner Frau und der verlässt die mit zwei Kindern, aber du bist der Grund eigentlich dafür. Also du warst das Zündlein an der Waage. Genau. Bruder, also... Wie seid ihr da so? Oder wie würdet ihr so drauf reagieren? Also ich sag dir mal ganz ehrlich, es kommt immer drauf an, wer, wenn das wirklich so ein richtig, richtig, richtig guter Kollege ist, guter Freund, Bruder, dann würde ich auch echt so alles so erstmal in seinem Interesse, also ich würde mich in seine Lage versetzen, so, wenn ich das wäre, mir würde das passieren, hin und her, blablabla, wie würde ich das machen? Und dann andersrum, ey... Stell mir vor, jetzt sagen wir mal, der lässt sich scheiden. Ist das was, dass die Sache, die vorgefallen ist, ist das etwas, wofür man sich scheiden lassen yeah. wollen würde oder muss? Oder ist das etwas, wo man vielleicht drüber hinaus arbeiten kann? Wer so dieses Kosten-Nutzen-Rechnung. Yeah. Wenn er sich zum Beispiel scheiden lässt, aber sagen wir mal, du weißt, der wird danach zum Beispiel nie wieder glücklich, wird in Alkohol verfallen oder was weiß ich was oder so. Und du würdest damit schaden, dann... Weißt du, ich meine, du musst immer so, also ich würde das mal abwägen, aber prinzipiell würde ich im Interesse von meinem Kollegen reden. Also ich würde nicht sagen, ey, zum Beispiel, gib dir eine Chance, guck, wie es weitergeht. Aber ich würde auch nicht sagen, ey, mach sofort Schluss oder hin und her. Wenn ich zum Beispiel weiß, sagen wir mal jetzt bei uns beiden, ne? Ich kenne dich gut, du kennst mich, wir kennen uns. Und inshallah wäre das dann zum Beispiel so, dass unsere Frauen dann auch miteinander ab. Ey, das ist mir sehr wichtig auch. Ja, natürlich. Also, das kannst du nicht. Du kannst das nicht erzwingen. Du kannst das nicht erzwingen, weil kann ja sein, dass deine Frau dann einfach mit der anderen Frau nicht klarkommt. Das sind ja Frauen. Ja, ja, das heißt, es sind ja Frauen. Aber dass die immerhin. Gibt's ja auch, du kann ja auch sein, ja, okay, aber du, dann sagt die, okay, Schatz, so, komm mal mit zu meinem Schwager oder keine Ahnung, der sitzt sich dahin und erzählt dir, was, wie krass der ist und so. Ich weiß, was du meinst. Ja, du fuckst ja auch diese Gelaber dann am Tisch. Okay. Und es gibt's immer, aber ich möchte nicht vom Thema, aber nur ja. ganz kurz, aber es gibt's immer in jedem Familienkreis oder Bekanntenkreis oder die Frau, die du anheiratest, wird's immer irgendjemand geben, wo du sagst, du dreckiger Wichser, Alter. Von der Familie, Alter, ich weiß, was du meinst. Verdammter Bastard, Alter, deine Fresse wieder zu sehen. Du denkst auch gerade an Dingens. Der Auge gemacht hat. Der Auge gemacht hat? Ja, Fahrradkette. Ach so, nein, an den denke ich nicht. Nein. Insider, nein. Alles gut. Wie würdest du denn drauf reagieren, Dennis? Meinst du jetzt, wenn mich jetzt... Okay, ich komme jetzt zu dir. Bruder, guck mal. Und ich würde zum Beispiel sagen, meine Frau so, will ich eh nicht machen, aber ne, ich brauche einen Rat von dir. Ja, das, guck mal, du hast es ja schon angesprochen, du würdest das eh nicht machen. Das Ding ist,
guck mal, du sagst ja. Guck mal, jetzt ähnlich machen, dass Dennis nach Rat fragen will. Nein. Guck mal, du meintest vorhin, du willst dich in seine Lage versetzen, ne? Also, du würdest versuchen, sich in seine Lage zu versetzen. Ja. Kannst du aber nicht, Bruder. Nein, ich kann nicht Lage versetzen, zum Beispiel, weil, sagen wir mal, er hat eine Frau, ich habe eine Frau. Sagen wir mal, wir haben beide Kinder, ne? Dann kann ich mich ja zum Beispiel statt das, was dem passiert ist, ist mir passiert, dann kann ich mich doch ja, quasi in die Lage reinversetzen, oder nicht? Sehr gut. Aber weißt du, was die Schwierigkeit bei der Sache ist, Bruder? Weil natürlich gibt es dir einen Rat, bla bla, aber du kannst nie abwägen, was für Gefühle der für diese Frau hat. Punkt. 100%. Das ist jetzt der Punkt, und ihr habt auch meine Prüfung habt ihr bestanden. 80% der Scheidungen, die meistens funktionieren, also auseinandergehen, sind irgendwelche Bitches von irgendwelchen Freundinnen, die der Frau dann einreden, du hast so was Besseres. Yeah. Pass auf, du bist so, du bist so. Und die stärken die in etwas und unterdrücken ihre Gefühle damit. Und das ist das Schlimmste, was es gibt. Oder, aber das fängt ja schon an. Wenn du irgendeine Perle hast, so, und deine Freundin, und die dann immer mit einer redet, und die dann in diesem Moment sie einfach überzeugt. Ja. Oder was heißt im Augenblick? Guck mal. Oder diesen Prozess. Genau, das ist so ein schleichender Prozess. Das ist so, es gibt sogar welche, die sind die ganze Zeit, du weißt, das ist so ein Floh bei dir im Ohr, die ganze Zeit, ey, weißt du noch früher, wo wir das und das gemacht haben, und früher, du hast auch früher, was weiß ich, und eigentlich hast du was viel Besseres verdient. Und das ist so ein schleichender Prozess, weil die ganze Zeit so ein Floh im Ohr, und irgendwann glaubt die das vielleicht so, weil du hast ja mit der gestritten oder keine Ahnung was. Ist ja nicht schlimm. Und dann macht das so bei dir im Kopf. Aber Klick, irgendwann, so. Irgendwann steht diese Person, der oder sie, irgendwo in einem Punkt, dreht sich nach hinten, wo es alle gut geht, und die Typ, den die oder die Frau, die der nehmen sollte, oder ne, oder den, die sind dann weg. Ja. Yeah. Und leben dann ihr Leben, wo du dann denkst, ey, guck mal, wie dumm. Ja. Yeah. Also, wie kannst du jemanden raten, dich zu trennen, wenn jemand. Weil guck mal, Kinder Bruder, hat, weil, guck mal, weißt du, was ich auch richtig weißt, respektiere, auch in unserer Kultur? Eine Sache, was ich richtig respektiere, in unserer Kultur, ist nicht bei vielen so. Erstmal sagt man bei uns, wenn du eine heiratest, heiratest du die Mutter mit. 100%. Familie. Bei uns sagt und man sehr stark. Ja, erzähl. Ja. Nein, erzähl. Guck die Mutter an, nimm die Tochter, sagt Perfekt. Man bei uns. Ich habe auch für meine Zukunft gelernt, ne, dass wenn du eine Frau hast, die nicht mehr auf ihre Eltern hört oder auf irgendjemand, lass es einfach. Kannst vergessen. Lass es einfach. Ja. Das heißt, wenn du noch Support hast von Familie, egal wie ihr euch gerade trennt oder irgendwas, die euch sagt, jetzt mal wieder hin. Die Familie ist dann erst schon gesagt, du bleibst jetzt sauer. Nein, aber es gibt Gründe, Bruder. Natürlich, wenn du jetzt fremd gehst und das natürlich. Aber wir reden jetzt aus Missverständnis oder Kinderscheiße halt oder irgendwas, dass man sich, setz dich mal hier hin, was hast du gemacht, dies, das, diese Fehler wird es nicht mehr bei euch geben. Ihr seid eine Hand, ihr seid eine Familie, vertragt euch, liebt euch wieder. Respekt. Mhm. Das finde ich geil, Bruder. Dass Leute von außen noch Einfluss haben, aber wenn du jemand hast, den alles scheißegal ist und die dann immer denkt, ihr könnt mich mal, das ist mein, und nach seinem eigenen Kopf geht, mit diesen Menschen wirst du nicht glücklich. Wie willst du den dann noch bändigen, Alter? Kannst du nicht. So. Was hast du gerade gesagt gehabt? Ich meinte vorhin so, wie kann man so sein, Alter, dass wenn du weißt, diese Person hat Kinder und du ratst, dich von denen zu trennen, Alter. Weißt du, was ich meine? Mhm. Bruder, das ist so das eins der gottlosesten Sachen, okay. Bruder, Alter. Weißt du? Da sage ich dir ganz ehrlich, so, das war wirklich so, der einzige Grund ist so, wenn du mitkriegst, so, der erzählt dir, ey Bruder, die seit über einem Jahr eine Affäre gehabt. Der hat mir immer gesagt, die muss jeden Tag 2 Stunden Überstunden machen. Und dabei war die mit einem anderen Macker die ganze Zeit. Zum Beispiel. Nein, solche Sachen, ganz Bruder, ehrlich. Also, eins, tut mir Alter. Leid, ne? Ist mir auch egal, wenn die dann auch 3, 4 Kinder haben, würde ich sagen, ey Bruder, guck mal, ganz ehrlich, du musst da leben, du musst damit klarkommen. Ich persönlich, für mich, wäre ab dem Augenblick, auch wenn wir 100 Kinder hätten, wäre ab dem Augenblick für mich vorbei. Ja, aber weißt du auch warum, Bruder? Weil man geht immer so wie in Stufen. Mhm. Das alles, was wir jetzt hatten, oder kein, das ist alles Kindergarten, Bruder. 100%. Ab Kinder, Familie gründen, fängt die neue Ära an, ne? Das ist eine ganz andere Matrix, Bruder. Du bist mit irgendwelchen Leuten am Sitzen, Familie, mit dies, das. Ja. Und da finde ich so, da musst du funktionieren halt so. Und wenn dann so Kleinigkeiten es bringt, einen ganzen Vulkan auszubrechen, dann lass es sein, Alter. Mhm. Weil es ist Familie, es ist wie ein Ast. Bricht ein Ast ab, stimmt's? Den kriegst du so. Aber nimm mal einen ganzen also mehrere Äste kannst du nicht durchbrechen. Und das ist die Familie, Bruder.
Und guck mal, und man sagt auch Gott, wenn er sieht, dass du mit einer unglücklich bist, er lässt das sogar zu, dass dich so oft so viel Schmerzen dir zubringt, damit du lernst, die endlich loszulassen. Okay. Interessant. Ja. Ne, wenn wir gerade halt so in dieses Thema sind. Und man sagt, ey, guck mal, durch jede Hindernis, egal wie du fällst, stehst du wieder aus. Lern aus deinen Fehlern und versuch das Beste daraus zu machen. Auch wenn es hart wird, auch wenn es stressig wird, auch wenn es, ne, sobald ein Mensch nicht mit dir auf Augenhöhe ist und dich nicht respektiert, dich ausnutzt wegen irgendwelchen Sachen oder Gott weiß was, geh deinen Weg. Du hast ein verficktes Leben so. Dieses Leben musst du schön versuchen. Es gibt so viele Menschen, versuch den Mensch oder versuch diesen Topf zu finden, der dich weiterbringt. Wenn du aufstehst und dir denkst, boah, Magengeschwür, jetzt mit dieser Person wird eh nur Bella geben. Mhm. Aber hab lieber dieses Gefühl, ich freue mich, mein Baby zu sehen. Ja, ich weiß, was du meinst. Weißt du? Mhm. Ist meine Meinung halt so. Was sagst du abschließend? Hast du noch so abschließende Wörter? Da stimme ich den Ali hundertprozentig zu. Oder willst du eine Eule haben und du morgens aufschließt? So wie heute. Wir laufen heute, wir gehen heute bei, wie heißt das nochmal, ne? Verhauen M. Wir laufen, das ist so ein Gang. Lass die 15 sein. Voll bis unter der Propelle geschminkt, aber in weiß. Ah, diese Gossek. Schwarze Haare, ja genau. Und dann. Der hat Ali voll angegangen. Mich, so. Dich hat die angeguckt. Dich hat die angeguckt. Auf einmal, ich guck Dennis an, ne, der guckt mich an und die. Ich so, Dennis, und der. Ich so, Scheiße, ich hab mich voll geschämt und der hat so voll weggedreht, hat sich auch voll geschämt. So, Bruder, die geht sich das Leben nehmen, Alter. Ja, weiß man nicht bei diesen Leuten. Bei diesen Leuten. Und der lacht da voll laut. Ich dachte, was ist das? Haben wir schon Halloween, Alter? Der Albaner. Wallah, das war wie Halloween vom Moviepark. Heftig, Mann, heftig. Halt, ich stand halt auf dich, Bruder. Bar, Alter. Was soll ich dir sagen, Alter? Hör auf, zu Scheiße zu labern. Ich schau auf alles, Alter. Der ist unten anvisiert, Alter. Der schiebt immer Sachen. Bruder, ach, ich so, ja, doch. Bruder. Ja, ich muss das. Okay. Nein. Ich hoffe alles. Das stimmt. Guck mal, Ferhat, ne? Weil der Libanese, der versucht auch Sachen zu verdrehen. In diesem Sinne. Hey! Nein, guck mal. Wirklich, wenn ihr glaubt an euch selbst, hört auf euren Bauchgefühl. Lasst euch nicht für niemanden verbiegen. Auf gar keinen Fall. Wenn er mich verbiegen lässt, dann bist du wenigstens wie Knete. Das kann man auf jeden Fall verbiegen. Ja, ist ja so, ne? Ja. Formen. Nein, Spaß beiseite. Bleibt so auf jeden Fall, wie ihr seid. Danke, dass ihr bis hierhin auf jeden Fall zugehört habt. Ne? Abonniert Spotify und Co. Wir sind am Wachsen, wir sind am Machen, wir sind am Tun. Wir haben viele Ideen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, Leute. Macht und tut, was ihr wollt. Vielen, vielen Dank. Komm, einen schönen, einen wunderschönen Sonntag wünschen wir euch. Genau, nicht abonnieren, nicht liken, nicht kommentieren. In dem Sinne. Guckt euch das Video nicht an. Guckt das nicht und nicht bis nächste Woche, Leute. Ja, bis haut rein. Ciao.